Aber die meisten werden Stufe 2 bleiben. Die So, jetzt kann Zerstörung ich. Mittelerdes darf nicht ins Stocken geraten. Wir könnten jetzt theoretisch mit Isengard weitermachen. Was ich jetzt halt nicht machen werde, weil wir haben jetzt halt schon recht viel mit Isengard gespielt. Auch und es gibt dann auch noch richtig viel, wo man machen kann. Ihr seht, wir können in den Düsterwald noch, können das ganze Land hier erobern. Waren schon hier unten. Hier nach Run weiter geht's nicht. Süditalien war jetzt hat übrigens der, wenn man mit Faramir und der guten Kampagne spielen, dann müssten wir in Norditalien an. Müssten wir dann da sein. Und jetzt geht es auch hier weiter Richtung Belfalas und Ebenin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Lagia, Süditalien können wir. Da haben wir ja gerade Emin Arnen. Da müsste, glaube ich, sind die Schiffe ja auch entlang gefahren, die Piratenschiffe Richtung Mordor, wo Aragorn, Legolas und Gimli auf die gewartet haben. Ich möchte die Spezialfähigkeiten. Wir gehen nach Amin Arnen, nicht nach Zentralitalien, da können wir dann später noch hingehen. Eigentlich schon praktisch, wenn man erstmal Zentralitalien und dann hier hingeht. Mal schauen. Emin Arnen, Heimat der Erben der Truchsesse Gondors. Ihre Ahnen kannten nur den Frieden. Nun werden sie erfahren, was Krieg bedeutet. Diese Feiglinge wagen es nicht, sich uns im offenen Kampf zu stellen. Treibt sie heraus! Jupp. Soldaten! Oh Mann. Machen wir mal das, weil ich genau weiß, dass wir wieder Upgrades machen müssen. Den mit dem Turm. Soldaten! Haben wir hier schon mal irgendwie Krieg, den wir kurz ruinieren könnten? Kann auch sein, dass wir diese Mission neu starten dürfen. Weil ich habe sehr viel Respekt vor diesen, wenn ich Mordor spiele, wenn es dann hier um die Zerstörung, wenn wir dann was machen. Und glaubt mir eins, das wird jetzt verlustreich. Da ich nicht genau weiß, wo hier die kommen. Da wäre es mir eigentlich so recht, wenn das wie in Isengard wäre. Bei Isengard wird das bloß ein paar Truppen kommen. Aber jetzt wird's. Holla. Bewegung! Pfeile bereit machen! Mal auch noch ein paar Pfeile. Boah. Hier. Ja. Oh. Geh mal kurz die Mission kurz durch. Vernichte alle Truppen des Lichts. Bonus, vernichte alle Ritter, Patrouillen des Feindes. Bonus, nimm mit den Soldaten aus Ruhen. Stachelschwein-Formation ein. So, das hätten wir schon mal. Der Mokil ist voll besetzt. Das heißt es eigentlich warten und hoffen, dass wir nicht neu starten dürfen. Weil das ist nämlich die größte Gefahr. Ihr geht mir schon mal auf die Seite hier und wenn da jetzt die ganzen Feinde kommen, dann hatte ich Olifanten. Weil ich weiß, da kennt es eigentlich so, dass die von hier oben kommen.
Weil Olifanten sind sehr gute Einheiten, aber ich weiß, was ankommt. Gut, dass wir alles verlieren. Die kommen von ja, wie gesagt, ein bisschen abwarten muss man erst einmal, bis die Gegner kommen. Die Reiterpatrouillen sollten kein Problem sein, vor allem wenn wir mit unseren Mumakil an kommen, weil die Reiter gegen die Mumakil nicht viel machen können. Macht man noch eine weitere Schmiede. Könnten wir uns was... Ich möchte eigentlich auf den Ofen hier gehen. Dieser Eisregen ist halt auch eigentlich cool. Alle Einheiten verlieren alle Führerschaftsboni vom Gegner vor allem. Das ist halt auch praktisch unsere, denke ich, nee, den mache ich, weil dann haben wir eine viel, viel bessere Chance, wenn Gondor uns angreift. Und schaut mal, was da kommt. Und vor denen habe ich einfach sehr, sehr viel Angst. Jetzt könnten wir uns noch ein paar Rohstoffe holen. Es dürften noch nicht alle sein, nur so als Hinweis. Männer des Ostens! Auf, ihr Soldaten Runes! Vorrücken! Vorwärts! Sie greifen uns an! Weg, 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 weg! Aber meistens kommen dann noch ein bisschen mehr, was mich jetzt ein bisschen wundert. Aber es kann noch was kommen. Wir gehen zum Lager. Wird dieses Land auf eure Posten. So. Dann will ich auf jeden Fall auch das hier haben. Dann macht man nochmal das. Mich verwundert das gerade, dass so wenig gerade das waren. Es ist auch schwer. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Bogenschützen, such den Feind! Ich rieche den Feind! Ah, da haben wir schon mal die erste Reiterpatrouille. So, unser Mumakil hat Stufe 2 erreicht. Friendly Fire, das ist gar nicht gut. Aber der sollte sich wieder aufheilen. Das ist jetzt nicht das Problem. Trolle? Oh, wir können Trommler-Trolle bauen. Ganz wichtig. Die sauwichtige Einheit. Ja, das ist halt so eine der Hauptgefahren, dass die auch sich selbst Schaden zufügen. Ah, jetzt brauchen wir noch ein paar Ressourcen. Soldaten!
So, jetzt müssen wir hier raus, weil jetzt kommen auch noch die Lagerungsmaschinen. Und Olifanten sind wirklich sehr, sehr praktisch. Aber jetzt muss der erst einmal aufheilen. Das ist das Wichtigste. Dass unser Mumak hier aufheilt. Unsere Hauptarmee gehen wir wirklich straight ahead hier rein. Okay. Die Lagerungswaffen sind so das ziemlich Schlimmste, was uns jetzt halt auch blüht. Und die Condor-Soldaten oder die KI setzt sehr stark auf die. Okay, du gehst mir hier runter und der andere, das sieht man jetzt halt schön, der heilt nach und nach auf, wenn er nicht im Kampf ist. Und auch die Bogenschützen hier oben gewinnen an Erfahrung auch noch gleichzeitig, das ist sehr gut. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Und hier ist noch ein Trupp, sehr starker Trupp, der übrig geblieben ist. Mach mal hier auch noch gleichzeitig Türme fertig. Und ich kann schon mal so sagen, wir werden auch Rammen brauchen. Oder auch irgendwie Belagerungsmaschinen oder sonst irgendwas drum und dran. Den kriegen wir jetzt in dieser Mission auch auf Stufe 2. Um uns noch ein paar Trolle. Ist eigentlich schon so hinkriegen. Oh, fuck. Ja, und die habe ich eigentlich gemeint, dass die noch kommen. Aber die sind Gott sei Dank festgebackt oder irgendwie sowas. Das ist nicht mit vor. Weil das hätte einen riesigen Unterschied gemacht. Nicht gut, gar nicht gut, jetzt sind jetzt hat. Das sind Turmwachen und Turmwachen sind in dem richtige Allrounder. Die können alles, so gesehen. Und sind sehr, sehr stark. Okay, Trolle, kommt mal hier hoch. Wir haben schon sehr, sehr viele Einheiten verloren, auch da dürfen wir sehr viel nachbauen. Aber was ich halt auch sehr stark nachbauen will, sind die Soldaten von Ruhn. Formation halten! Gib mir jetzt mal ein gutes Stück zurück. Weil ich möchte nämlich die Trolle da ist bloß ein Gehöft, das ist nicht ganz so schlimm. Männer des Ostens! Marsch, Soldaten! Soldaten! Macht euch kampfbereit! Sauron wird dieses Land unterwerfen! Das Gute ist, der setzt auf Reiter und wir haben schon die passende Antwort dafür. Jetzt können schon mal die meisten wieder aufleveln. Dann haben wir ein Palantir.
Ah, das ist noch gar nicht eingenommen worden. Also, legt euren Arsch mal hier vor. Gehört das nämlich bald uns. Und dann können wir noch ein paar Truppen ausbilden. So. Jetzt geht ihr mir hier hin. Und wir bauen hier sofort Türme. Ihr wisst genau warum. Das. Eigentlich. Brauchen wir noch eine Mumakil? Wir bauen mal ein Mumakil-Pferchen noch. Brauchen noch ein paar Trolle. Ja. Ich brauche noch ein paar Orkmaden, stelle ich fest. Damit unsere Trolle hier nicht unbedingt unsere Bogenschützen wegsnacken. Haben wir Belagerungswerke? Nee, dann mache ich das. Und hier vorne machen wir Belagerungswerke. Und dann könnte man eigentlich mal, wenn der Palantir wieder ab ist. Oh, das meinte ich, dass die creepen. Weil creepen. So. Hätte gern ein paar Orkmaden. Ja, die sind nicht gerade gut, aber wenn die bloß wie die Trolle dann da sind zum Aufheilen wieder, ist das halt auch super. Mal hier unten. Ja, noch ein paar Trolle. Könnte man eigentlich diese Wirtschaft hier ankurbeln noch? Jetzt würde ich gern wissen, hier müsste ungefähr ihre Festung sein. Ah, hier. Oh. Da sind. Halt er sich auch nach und nach auf? Ja, das Gehöft kann man da hinten stehen lassen, weil das ist eh nicht so wichtig. Aufwachen, meine Krieger! Okay. Ah, eine neue Horde aus. Ich möchte 4 Trommler-Trolle erst einmal haben. Ich glaube, das ist eh viel zu viel, aber wenn ich überall dann über die Map dann Einheiten verteilt habe, der Buff ist super, weil die machen viel Rüstung. Geben Rüstungsbuff und mit Orks und den ganzen Einheiten, die wir haben, sind die super. Und ich kann es auch schon mal so sagen, wir haben keine Reiter mit Mordor. Wir haben halt direkt Trolle und Trolle sind wirklich sehr gut. Wie viel kostet denn so einer? 10. Dann kriege ich nur 3. Aber ich krieg halt keine Belagerungswaffen. Das ist jetzt halt auch nicht ganz so schlimm. Der Trommler-Troll ist da. Wer begleitet ihn? Der begleitet die ganze Hauptarmee. Führerschaft gibt er nämlich. Passive Fähigkeit, Führerschaftsbonus plus 50%, Rüstung plus 150% mehr Schaden plus, das ist plus 100, Rüstung, nee, Sekunde, plus 50% Rüstung plus 150 Schaden plus 300% mehr Erfahrung. Das ist einfach saugeil. Jetzt
kommt er langsam in die Nähe. Und jetzt sehen wir diesen gelben Bereich. Das ist dieser Bereich, wo er abdeckt. Und das ist nicht gerade wenig. Und darum finde ich die recht gut, weil die so viel zusätzliche Erfahrung noch bieten. Mach mal das hier. Und ich hätte noch 1-2 Rammen vielleicht. Männer des Ostens! Gib mal da zurück. Ah, da ist die Hardcounter zu unseren Trollen. Ihr wisst, was zu tun ist! Wir können nicht noch mehr Soldaten führen! Der Trommler-Troll ist da! Wer begleitet ihn? Das ist sehr, sehr ungut. Das ist sehr unpraktisch, dass die gerade kommen. Geh zurück. Ja, die sind... Und man sieht auch, der Effekt ist auch auf unsere Trolle. Das ist halt super stark. Nein! Bin gerade auf Desktop geflogen. Kämpfen wir für Mordor, Männer des Ostens. Bleibt in Formation. So, hier vor. Wir brauchen noch ein paar Rammen. Ich würde gerne auch die Mumakil dann jetzt mitnehmen, weil die Mauer auch sehr gut einreißen können. Ab nach vorne! Da ist der Feind. Was sollen wir tun? Worauf wartet ihr noch? Bewegung! Macht euch kampfbereit! Nieder mit dem hier! Nein, den brauche ich! Hätte ich gebraucht! Der Trommler-Troll ist da! Wer begleitet ihn? Dann mach mal hier das hier noch. Übrigens, Trolle können auch nicht überritten werden. Das ist super. Ah, genau vor unserem. Vor dem, das ist eigentlich super. Weil die ja doch recht viel jetzt halt drauf schießen kann. Männer des Ostens! Brauche ich nochmal dich? Ja, und das ist sowas, wo wir immer wieder weggelockt werden und dann sehr viele Einheiten verlieren. Mumakil. Auch nach vorne, ich brauche ich dringend. Nee, weg. Okay, das war die nächste Ramme. Okay, dann mach ich ganz. Aber jetzt hat was. Ja, das wird jetzt teuer, trotzdem. Wir brauchen Belagerungswaffen. Und zwar nicht zu wenig. Ah, hier sind auch noch einige Einheiten. Oh Mann. Meine Mumakis sind garantiert schon kaputt. Noch nicht. Macht euch kampfbereit.
haben wir noch ein paar Trommler-Trolle oben, ja. Und die Katapulte gehen mir jetzt halt vor, weil das ansonsten schlimm ausgeht. Weil momentan Einheitenmanagement, ja, lassen wir das. Holen wir uns noch zwei Mumakil dazu. Geht weg. Nein, 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 nicht der Wolf, ich war Stufe 2 gewesen. So, wir brauchen mehr Trolle. Ah, wie die vorgepult werden, das ist so schlimm. Du gehst zurück. Trommler-Troll verlieren, das ist so eine Sache, bitte nicht. So, vorwärts. Krieger der Haradrim. Aber ich muss schon sagen, wir haben recht wenig Einheiten im Allgemeinen, glaube ich, verloren. Ja, das ist klar, dass er das geht. Übrigens, ihr könnt mit euren Katapulten eure eigenen Einheiten sehr gut kaputt machen. Das ist der einzige Nachteil. Warum geht ihr so weit vor? Einfach auf das Tor schießen. Wird doch nicht so ein Problem sein. Oh doch, das wird so ein Problem. So, wie mache ich das jetzt halt am sinnvollsten? Weil jetzt halt verlieren wir trotzdem recht viele Einheiten. Hier unten die Mumakil geholt. Nee. Ah, da ist unser Mumakil. Ihr geht mir mal hier hoch. So, Mumakil vorwärts, jetzt reicht's. Was? Warum lasst ihr euch einfach da abschießen? Nein! Jetzt hat alles andere aber nicht gut. Ich glaube, ich habe meine ganzen Runensoldaten verloren. Sieht so aus. Und nur so Olifanten machen super Schaden an sowas. Geil. Nein, 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 nicht weiter auf unseren Mumakil schießen. Weil der hat gerade recht gute Arbeit geleistet. So,
So, rein mit euch, Trolle. Du begleitest die. Nein, geh weg, geh weg. Was hast du an? Geh weg, nicht verstanden, Maki. Du auch weg. Weil die Katapulte sehr, sehr viel Friendly Fire auch noch machen. Und das ist alles andere, aber nicht schön. Heute kämpfen wir für Mordor. Waffen! Und der Rest geht mir jetzt halt auch rein. Damit wir auch einiges an Erfahrung hoffentlich noch kriegen mit unserem normalen, aber du nicht. So, jetzt haben wir den auch noch gebufft. Okay, wenn der so durchdreht, das ist mir völlig egal. Und jetzt gehen mir die Katapulte mal weg. Weil ansonsten hatte ich mal eine Armee. Weil die können auch sehr guten Schaden gegen unsere eigenen Einheiten noch machen. Das ist sehr unpraktisch. Du gehst mir jetzt halt auch hier vor, damit die restlichen Truppen auch noch gebufft sind. Dann noch das. Nein, ich habe Mumakil verloren. Chips, das war nicht gut. Mac. Weil das waren zu viele Mumakil. Shit. Einheiten zu behalten ist eine Sache für sich. Was macht ihr? Selbstmord betreiben ist nicht das, was ich will. Okay, das waren die Grundsoldaten. Nehmt dieses Gebiet. Ihr müsst noch Pfeiltürme sein, weil diese Pfeiltürme uns gerade richtig den Arsch versohlt haben. Das sagen mir. Das ist nicht so gut. Die Rohan Reiter noch da. Das waren Rohan Reiter. Aber ich habe noch zwei Mumakil auf Stufe 2, das ist gut. Bitte auf das Gebäude und nichts auf und auf nichts anderes, bitte. Danke. Dann kann da hier schon mal nichts mehr ausbilden. Und ich mag Ram immer noch mehr. Sauron wird dieses Land unterwerfen. Könntet ihr bitte euch auf das konzentrieren und ihr geht mal aus diesem Beschuss bitte raus.
Lieber schicke ich jetzt halt Rammen rein, um das alles wegzumachen, bevor ich irgendwas anderes jetzt halt mache. Weil wir haben eh schon zu viele Einheiten generell verloren. Das muss ja nicht sein. Aber ich bin gerade erstaunt, dass man trotzdem so viele Stufe 3er... Oh, wir haben sogar einen Stufe 4er Drop. Wir machen Stufe 3er. Ja, wir haben einige Ostlinge verloren. Aber beim nächsten Mal werden wir da eben noch ein bisschen besser gewappnet sein, weil wir die Trommler-Trolle nämlich auch noch haben. Männer des Ostens! Warte, dass mal Katapulte nicht mach die Tür auf. Bevor irgendwas anderes passiert, so. Ist die Tür offen, jetzt könnt ihr euch bitte um diese Sachen hier drinnen mal kümmern. Warum sind hier, wenn hier schon Katapulte eigentlich sind, keine Katapulte drauf? Müssen da zufälligerweise irgendwie mal auch Kommandopunkte haben? Weil wenn ja, das wäre dann schon hart. Hier wird nicht geschlafen. Oh. Okay, das wäre schon mal da. Zeigen wir es ihnen. Der Feind greift uns an. Männer des Ostens, auf, ihr Soldaten, ruhen. Sobald dieser Turm auch noch weg ist, dann kann man ja so. Und das Gute ist, die KI baut diese Katapulte auch nicht nach. Das ist mehr als nicht zu vernachlässigen. Nein, du machst den Buff. Ich brauche Buff. Weil dann bekommen unsere Einheiten einfach nochmal viel mehr Erfahrung, wenn sie auch Gebäude ruinieren. Okay, Gebäude bringen nicht wirklich Erfahrung. Aber ich bin erstaunt, dass es jetzt halt so gut geht, weil ich kenne es eigentlich so, dass man viel zu viele Einheiten von Anfang an verliert. Eine neue Macht regt sich. Der Sieg ist nah. Veteranen. Helden, ja, weil wir keine haben. 36 in einem Level aufgestiegen. Wir haben ja auch trotzdem viele immer noch